日本ファルコムコーポレーション。Hallo Rollenspiel- und Zwergenfreunde, ich begrüße euch recht herzlich zu meinem zweiten Let's Play von East Origins. Ja, wie ich im letzten Let's Play, im ersten, angekündigt habe, werde ich noch ein zweites hinten dran setzen. Und zwar wollen wir nochmal das Kanon-Ende spielen, oder die Kanon-Story, und zwar als Toll. Beim ersten Mal haben wir ja als Judikai gespielt, da war das Ende nicht ganz so zufriedenstellend, möchte ich mal sagen. Deswegen nehmen wir jetzt Toll. Der hat das meiner Meinung nach beste Ende, vor allem weil es das Ende ist, auf dem die anderen East-Teile, also East 1 und 2, dann aufbauen werden. Also, dann starten wir mal. Neben normalen Schwierigkeitsgrad, den habe ich schon mal abgeschlossen, wie man sehen kann. Und diesen SP-Bonus, ja, das hatten wir das letzte Mal nicht zur Auswahl, weil ich da den Arena-Modus noch nicht freigeschalten habe. Den disablen wir jetzt mal einfach. So. Und dann geht es ab ins neue Intro. Beziehungsweise den neuen Vorspann. Da haben wir nämlich die beiden Göttinnen von Is, Rhea und Fina. Und die sind ja auf die Oberfläche wieder zurück abgehauen. Ganz alleine zusammen mit der schwarzen Perle. Und wie immer werde ich versuchen, die Texte bestmöglich zu übersetzen. Also dann los. Göttin Fena. Das ist furchtbar. Die dämonische Kraft bringt sogar die Erde selber durcheinander. Und dieses Durcheinanderbringen erschafft immer mehr Dämonen. Wir waren vielleicht zu spät darin, das Kleria zu versiegeln. Vermutlich. Rhea? Denkst du, es war Falsches zu tun? Die schwarze Perle so leichtsinnig zu benutzen, den Menschen Magie beizubringen, das Kleria zu erschaffen? Schau, was für Konsequenzen unsere Aktion gebracht haben. Aber wir waren uns nicht bewusst, dass dies passieren könnte. Seit dem Tag, an dem wir uns entschieden haben, sie von diesem sinkenden Land wegzuführen, war es immer eine Möglichkeit. Egal was passiert, wir müssen es bis zum Ende durchstehen. Es ist immer noch unser Paradies. Ein Utopia, was von einem paar jungen, naiven Deities. Keine Ahnung, wie man das jetzt übersetzt. Die zusammengearbeitet haben mit genauso jungen und naiven Menschen. Wir können der dämonischen Essenz nicht erlauben, von diesem Mann benutzt zu werden. Wir müssen einschreiten. Du hast recht, natürlich.
Was ist los? Ich spüre etwas dort drüben. Es fühlt sich an wie geschmiedetes Kleria. Ist es? Ja, sie haben ein Schwert gefunden. Es kann kein Zweifel geben, es ist seins. Es sollte uns nicht überraschen. Genauso wie Saul hat keine von uns beiden in der Lage, ihn seit diesem Tag zu spüren. Aber niemand hätte es vermuten können, dass ein Schwert aus Kleria in so einem Zustand endet. Es sieht aus, als ob er unvorsichtig war. Rhea? Und das Schwert leuchtet. Was ist? Er lebt. Was? Ich weiß nicht wie, aber er ist immer noch am Leben. Das Schwert selber hat es mir gesagt. Ja, ich kann es auch fühlen. Unvorsichtig, wie du gesagt hast, aber immer noch warm. Es ist unverwechselbar dasselbe Licht. All unsere Bestimmungen sind in diesem Turm gebunden. Die Leute von Ys, die Außenseiter, seine und unsere genauso. Lass uns gehen, Fina. Wenn wir all diese verdrehten Pfade entwirrt haben und uns neue gewoben haben in diesem Ort, gibt es viel Arbeit zu tun. Ja, zum Turm. So, das war der neue Vorspann und jetzt kommt nochmal dasselbe Intro wie beim ersten Mal.
Ja, da hat Dallas die Suchparty wieder zerstreut. Aber im Gegensatz zum letzten Mal fangen wir direkt oben auf der Turmspitze an. Mit der ganzen Truppe des Bösen. Und da ist wieder die nervige Zara. Ja. Ah, das ging ja richtig, das lief ja richtig gut. Ich wünschte nur, ich hätte ihre Gesichter sehen können. Der Gedanke, während des Transports angegriffen zu werden, ist ihm wohl niemals in den Sinn gekommen. Es schien für mich so, als ob du eine kleine Aufheiterung gebrauchen konntest. Und nun können wir vielleicht uns etwas zurücknehmen, aber nur für den Moment. Sie wurden nur verteilt, nicht getötet. Und sie werden es früher oder später hierher schaffen. Ich werde es euch überlassen, sie zu erledigen. Vergesst nicht, die Göttinnen haben den Turm bereits betreten, mit der schwarzen Perle im Schlepptau. Verliert eure Mission nicht aus den Augen. Verstanden. Okay, ich hatte schon lange keinen guten Kampf mehr. Das wird sicher Spaß machen. Und Toe sagt nur, ist etwas nicht in Ordnung? Fühlst du etwas Reue? Vielleicht, oder etwas Zurückhaltung? Vielleicht, weil du deine Brüder und deine Göttin betrogen hast? Du musst dich nicht um mich kümmern. Ja, seitdem ich diese dämonische Macht akzeptiert habe, wurde ich von solchen Sentimentalitäten befreit. Und an ihrer Stelle? Ah, natürlich. Deine Kräfte werden wachsen, je mehr du dich an deine dämonische Natur gewöhnst. Und ich muss sagen, ich freue mich schon darauf zu sehen, wozu du fähig bist. Ja, wie man merkt, wir spielen jetzt auf der Seite des Bösen. Und kriegen nochmal dieses hübsche kleine Video gezeigt, was uns klar macht, wie kaputt Is ist und wie monströs der dunkle Turm ist. Die Musik gerade passt übrigens perfekt zu Graf Dracula. Aber gut, wir werden zum Turmeingang transportiert. Okay, wir haben den Turmeingang erreicht. Also fange ich an, hier zu suchen und arbeite mich nach oben. Das ist der Plan, ja. Wir decken mehr Grund ab, wenn wir Stockwerk für Stockwerk absuchen, ohne uns zu sehr auf die Teleportation zu verlassen. Ihr drei werdet eure Anstrengungen aufsplittern und jeden Winkel dieses Turmes absuchen, um die Göttinnen zu finden und gefangen zu nehmen. Die anderen beiden wurden zu den oberen und mittleren Bereichen des Turms beordert. Also gehören die unteren ganz dir. Sehr gut. Was tust du? Wendest du dich so schnell von uns ab? Wir haben Gesellschaft. Was? Ui, Dämonen.
Stopp, ihr drei. Stillgestanden, ich habe euch nicht gerufen. Das mit den Tränen finde ich immer noch genial. Und Zara, kannst vergessen. Arbeit für mich. Es ist Fütterungszeit. Ja, die Tutorial-Sachen, die kann ich gleich überspringen und gleich mal zum Draufhauen übergehen. So. Und schon sind sie tot. Du Mistkerl. Du würdest drei von uns töten, ohne einen Moment des Zögerns. Im Austausch dafür, dass ich mit euch kooperiere, habe ich die Erlaubnis, jeden Dämonen zu töten, den ich finde, in diesem Turm, und seine Essenz zu absorbieren. Das war die Vereinbarung, oder? Na gut, es sind Lord Dallas Befehle. Ich werde dich nicht weiter in Frage stellen. Aber wir werden dich beobachten. Und mach keine Fehler, wir erwarten Ergebnisse. Ich denke, du verstehst die Konsequenzen, wenn du versagst und deine Erwartungen nicht erfüllst. Ich habe so einen gewissen Eindruck. Ich habe vor, die Göttinnen zu finden, bevor die anderen beiden überhaupt wissen, wo es nach oben geht. Na, du hast eine große Klappe. Hoffen wir mal, dass dort auch Ergebnisse dahinter stehen. Aber bevor ich gehe, habe ich noch etwas, was ich dir geben muss. Hier. Ja, wir haben den Dark Crystal erhalten, den dunklen Kristall. Ein Kristall? Es ist ein magischer Gegenstand, hergestellt von Lord Dallas. Nachempfunden von einem ähnlichen Objekt von Ys. Es hat die Kraft, die Mondstatuen zu aktivieren, die du in diesem Turm findest. Die Mondstatuen? Wie die da, denke ich, ne? Ja. Soweit ich das verstehe, als dieser Turm gebaut wurde, hat man diese Statuen benutzt, um die Kontrolle über die Dämonen zu verstärken. Es waren früher Statuen der Göttinnen, oder? Ist es nicht köstlich? Die ruhige Visage der Zwillingsgöttinnen in so eine monströse Form verdreht? Füllt es dein Herz nicht mit Freude, so eine wundervolle Produktion zu sehen? Nein. Wie auch immer, der dunkle Kristall besitzt doch die Kraft, dich zu teleportieren. Es kann dich sofort zu jeder Dämonenstatue, die du aktiviert hast, transportieren. Verstanden. Guter Junge. Ich vertraue darauf, dass du dein Bestes gibst, um Lord Dallas zu dienen. Falls du nämlich versagst, ist dein Leben bzw. deine gesamte Seele verwirkt. Mein Leben, meine Seele? Ja, dann habe ich sowieso nichts zu verlieren. Gut, dann aktivieren wir mal die Statue. Und ja, sie leuchtet jetzt in einem hässlichen Lila. Das Blau von den Göttinnenstatuen gefiel mir irgendwie besser als dieses unheilige Licht. Steht hier auch geschrieben. Na, das ist einfach genug. Es ist zwar nicht hübsch anzusehen, aber es wird seinen Dienst erfüllen. So, hier speichern wir erst einmal. Und dann mache ich mal einen Cut. Bis gleich.